Hallo und moin Freunde des Brickanbaus. Herzlich willkommen wieder bei Mod auf den Brickbauern. Und heute mal wieder bei Mini My Money Day habe ich ein kleines Set für euch. Und zwar Spider-Man Car Chase. Dieses Set ist zwar ein 4 Plus Set, aber ich glaube, das ist einfach deswegen cool, weil wir der grüne Kobold und Spider-Man dabei sind. Und für zwischendurch bestimmt was wert. Wollen wir gleich mal gucken. Aufmachen. Jetzt wenig Überraschung dabei, dass es nicht viele Teile hat. Aber was erwartet man? Es ist ein 4 Plus Set. Und dafür nimmt man es auch gerne mal mit. OVP 9,99 €. Hat halt 33, 34 Seiten. Und man kann immerhin den Gleiter und das Auto zusammenbauen. Na dann, wollen wir doch mal. Wir fangen mal an mit Spider-Man. Spider-Man bekommt eine Hose. Und wenn ich sie finde, auch eine Kapuze drauf. Da haben wir ihn schon mal. Dann können wir ihm ebenso sagen, er bekommt ein Spinnennetz. Welches wieder schön. Ihn verspinnen lassen können. Gut, gehen wir weiter. Den grünen Kobold. Er kriegt auch eine Hose. Er kriegt einen Kopf. Hat er Wendegesicht? Ja, er hat sogar ein Wendegesicht. Er hat. Was ist das? Ich meine, wie Pommes sind alle? Ich meine, extra Mayonnaise. Nehmen wir dieses wahnsinnige Gesicht, das passt irgendwie zu ihm. Dazu verbasteln wir ihm noch einen kleinen Kürbiskopf, den er dann auf die Gegend schmeißen kann. Und einen Huni, damit er auch Pommes kaufen kann. So, dann gehen wir mal über und bauen das Spider-Man-Set zusammen. Wie gesagt, das sollte eigentlich nicht das große Schwierige sein. Immerhin ist es ein 4 Plus Set. Ich schaue nur gerne. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sieht man halt den Gussgrat. Ich verbaue ihn halt immer ganz gerne so, dass der Gussgrat jetzt in dem Fall nach vorne zeigt. Da ist er nirgendwo zu sehen. Er wird nachher eingebaut. Man sieht es eh nicht mehr, aber es ist irgendwie so eine Kopfsache. Zumindest bei mir. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob es bei euch auch so ist. Wie man sieht, 4 Plus, alles bedruckt. Es ist wirklich sehr simpel. Es ist wirklich jedes Teil einzeln in der Bauanleitung erklärt. Na gut, jetzt jedes unterschiedliche Teil. Die beiden war jetzt einen Schritt und die beiden Teile jetzt sind einen Schritt. Ein Schritt. Zwei Steine. Aber es ist okay, also was erwartet man? Ich wüsste nicht mal genau, ob Spider-Man überhaupt jemals so ein Auto gehabt hat. Ich meine, mal irgendwann einen Comic gesehen zu haben, wo er ein Auto hatte. Aber in keinem Film oder sonst irgendwelchen Comics sonst benutzt er dieses Auto, Go-Kart, wie auch immer. So. Reifen. Wieder ein kleines Set, vier Reifen. Ich finde das sehr witzig, dass Lego aufgrund dieser Reifenherstellung, soviel ich weiß, der weltweit größte Reifenhersteller ist. Also, ich finde das ein sehr, sehr witziges Detail. Tada! Da ist das Ding
oder ganz bei dir rein und kann durch die Gegend wuttern. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum schönen Gleiter. Der wird auch nicht sonderlich aufwendig sein. Ich meine, ich habe hier noch ein paar Teilchen. Das war's. Drei Teile habe ich noch. Was kommt jetzt wohin? Das wird jetzt kompliziert. Ich glaube, die kommen jetzt da so dran und der kommt, nein, da nicht. Der kommt wohl da dran. Ja, also. Jetzt verstehe ich auch, warum die Klemme da ist. Da kann hinten das Säckele dran. Weil ich schon keinen Sackmesser da habe, haben wir einen Sackhalter. Würde ich weiter sagen lassen würde. Ja. Und da haben wir es auch schon, das kleine Set. Die ganze Zeit den Müll hier im Bild sitzen. Auch nicht schlecht. Aber egal. In der Anleitung, hier hat man halt noch eine Übersicht von den Teilen. Ist wirklich absolut überschaubar. Und ich sag mal, dieses Set lebt absolut wegen den Minifiguren. Weil grüne Kobold, der ist schon süßer. Spider-Man kann man nie genug haben. Und zusätzlich hat er halt noch hier sein Spinnengewebe. Was haltet ihr von dem Set? Also, abgesehen davon, dass es ein 4-Plus-Set ist, sagt gerne mal Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin dann. Ciao.